Hallöchen, ich bin Anita vom Chandler Anita Girly Table. Hallo zu einem 360-Grad-Video. Das heißt, du kannst jetzt auf diesem Video auf deinem Handy-Display einfach herumwischen. Mach das mal mit dem Finger oder kipp mal das Handy so hin und her und dann kannst du dir die komplette Umgebung hier ansehen. Ich bin hier nicht alleine ausreiten mit der Rubinesca, die kannst du dir auch anschauen, sondern auch mit meinen Freundinnen und zwar mit der Sarah vom Kanal Samu Sarah, mit der Skadi und auch die Christina vom Kanal My Ruby and Me und auch ihre Ruby. Also die heißt genauso wie meine. Und schau dir jetzt mal diesen mega schönen Weg an. Da mit den ganzen Steinen rundherum. Und das ist so ein Schluchtweg, so ein, wir nennen das auch hier Kanada-Strecke. Du kannst es jetzt ganz genau ansehen. Ich finde das hier richtig beeindruckend. Und habe jetzt auch schon auf Instagram und auf Snapchat schon ganz viel gezeigt. Also folgt mir am besten auch da. Alle Daten von allen Ladies gibt es auch jetzt in der Infobox unterhalb von diesem 360-Grad-Video. Die letzten 360-Grad-Videos sind mega gut angekommen und ich bekomme auch immer wieder Fragen so, ja, wann gibt es denn wieder ein neues 360-Grad-Video? Deswegen, tada, jetzt! Und ich finde einfach das Wetter genial. Hier hört man auch den Bach mega laut rauschen. Der hat nur ein bisschen eine seltsame Farbe. Und die Christina hat gemeint, das ist, weil diese gelbliche Farbe vom Moor ist, oder Christina? Vom Moor nämlich. Also die Farbe schaut ein bisschen eigenartig aus, aber sonst ist alles halt voll schön. Erkennst du auch die ganzen Felsen, die herumstehen im Wald? Ist es bei dir eigentlich auch so, wenn du jetzt im Wald ausreiten gehst, wenn bei dir ein Wald ist, dass hier auch so viele Felsen sind? Weil bei uns in Niederösterreich, wo ich meine Pferde habe, gibt es das eigentlich überhaupt nicht und das finde ich echt beeindruckend. Und wir reiten jetzt auf einer Wasserstelle, auf das bin ich auch schon sehr gespannt. Und ja, wenn du noch ein 360-Grad-Video haben möchtest, dann gib mir auf jeden Fall auch in den Kommentaren Bescheid. Und wir schauen uns ein bisschen so um. Vielleicht fühlst du dich jetzt auch so ein bisschen, als wärst du jetzt hier bei dem Ritt auch dabei. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Ich halte die Ruby hier mit so einem Hackamore, also gebisslos, am langen Zügel. Die chillt da so. Die Skadi ist auch da und die Christina ist auch da. Und wir filmen auch hier den ganzen Ritt. Wir machen auch ganz viele Videos für unsere Kanäle. Aber wahnsinnig, wie schön ist das Wetter eigentlich? Das ist echt der Hammer. So, ich hänge jetzt hier mal meine Zügel hier in die Gerte ein, damit ich dir das hier drüben noch zeigen kann. Also nicht wundern, wenn du jetzt irgendwie dieses Video ganz komisch und seltsam siehst. Einfach nur herumwischen und dann kannst du alles ganz, ganz genau erkennen. Also, es ist kein normales Video. Voll schön hier. Voll schön, oder? Mit dem blauen Himmel und dem Wald. Und wir waren letztens ausreiten und dann sind wir voll in den Hagel gekommen, in das Ultragewitter. Wir sind dann schnell heimgaloppiert und ich hatte noch so einen Plastikregenponcho noch an. Und das ist halt dann so herumgeflogen, ich habe dann noch fast nichts mehr gesehen und plötzlich schreit die Christina so, Achtung Rehe! Und das sind einfach genau vor uns, sie hat noch 5 Rehe noch rübergesprungen und wir sind weiter galoppiert. Also es war ein leichter, dramatischer Ritt, ehrlich gesagt. Ja. Und was hat euch bis jetzt am besten gefallen hier bei den Tagen, wo wir jetzt da sind, auf der Pferdeblogger Ranch? Ladies? Definitiv die Reitumgebung. Die Reitumgebung ist mega schön, oder? Reitwegen. Ich finde das auch mega. Wir hatten unsere Fotosession gestern gut. Also ja. Weil ich kam ja nicht so weit her und hier daheim sieht das Ausreitgelände sehr ähnlich aus. Voll schön. Schau dir mal jetzt diesen Bach an. Den kann man da jetzt ganz, ganz gut sehen. Und zwar der ist da ziemlich orange. Orange, orange. Müssen wir da jetzt schon durch? Nein, oder? Nee. Oder? Ich bin mir jetzt echt nicht. Wir kommen da jetzt wieder rauf, gell? Also irgendwie. Gut. Na gut, dann retten wir doch nicht so einen Bach, sondern wir retten einfach am Bach nur vorbei. Ich dachte, wir müssten jetzt hier irgendwie durch den Bach jetzt irgendwie durch. Das fände ich irgendwie cooler. Oh, mega. Eine Strecke davor. Ja. Wollen wir darauf traben? Ich versuche. Wir können es versuchen mit den Aber die Wurzeln sind halt kacke, gell? Ja, lieber im Schritt. Ja, lieber im Schritt. Vor allem auch noch einhändig. Nicht so. Und die Kamera ist halt auch nicht so leicht, deswegen, das ist halt das Ding. Also die Fotosession, die wir gestern gemacht haben, die Christina gemeint hat, war mega lustig. Wir haben hier einfach eine Kamera aufgestellt und mit Selbstauslöser so Gruppenfotos gemacht, so Dreierfotos. Ja, die sind sehr besonders geworden. Sehr, sehr lustig. Und einige haben wir auch schon gezeigt auf Instagram und auf Snapchat, deswegen folgt uns am besten auch da, dann bist du immer up to date.
Wahnsinn. Und scroll jetzt auch mal am besten jetzt rauf mit dem 360-Grad-Video und schau dir einfach mal diesen super schönen Himmel an. Und diese Farben, es ist einfach so, als wäre hier überall schon so ein Filter drüber. Aber das ist einfach kein Filter, sondern Real Life. Deswegen, mega schön. Sieht man mich auch im Schatten, wie ich gerade die Kamera so hochhalte. Da, freihändig reite. Siehst du den Schattenreiter? Das ist echt eine coole Strecke hier. Und Sarah, wie ist es, die Eskade zu reiten? Vielleicht interessiert das ja jemanden. Sehr angenehm. Ich bin sie ja schon mal geritten. Oh, warte mal, wir müssen hier links. Links? Da ist zu. Okay. Wir schauen einfach nur die ganze Zeit so. Gut. Skadi geht vor. Es ist sehr, sehr angenehm, hier Eskade zu reiten. Die erinnert mich ein bisschen an Samu. Die ist eigentlich auch sehr flott. Die Digi. Ja. Digi ist motiviert. Absolut motiviert. Jetzt bin ich genau dazwischen. Und hinter mir ist die Christine. Ja, ist ganz schön steil hier. Meistens kommt das halt in den Videos halt nicht so mega steil rüber. Aber das ist schon ein bisschen unangenehm. Also, Ruby, bitte passen Sie auf, wenn es geht. Oh Gott, das ist schon ein bisschen... Oh Gott, da ist so ein Felsen. Oh man. Ja, also ich hoffe, es hat dir gefallen. Es gefällt dir da so ein bisschen, jetzt 360 Grad bei unserem Ausritt hier dabei zu sein. Und schreib mir auf jeden Fall, wenn du noch mal sowas sehen möchtest, gib mir unbedingt einen Daumen nach oben. Glocke aktivieren nicht vergessen, das ist mega wichtig, weil sonst sonst werden dir nämlich meine Videos einfach nicht mehr angezeigt, obwohl du abonniert hast. Also das ist leider bei YouTube ein bisschen mau, will ich dazu sagen, weil ich habe auch einige Leute abonniert und die werden mir einfach nicht angezeigt, und obwohl ich sie abonniert habe. Und deswegen kann das sein, dass das ist eben bei mir eben auch der Fall, dass du ein cooles Video siehst. Und wir sehen uns bald im nächsten Video. Schau bei den Mädels noch vorbei. Vielen Dank und bis bald. Tschüssi. Tschüss.